Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within. Mein Freund Josef wollte sich in der letzten Folge umbringen, nachdem wir ihn gerettet haben, dass er nicht geköpft wurde. Zack. Und dafür gibt es einmal ein bisschen Heilung. Wir haben uns hier gerade verstärkt und sind jetzt gerade auf dem Weg. Wir sind auf dem Friedhof und wir wollen eigentlich an den Zombies hier überall vorbei oder an den Viechern. Und was uns wirklich wollen, ist eigentlich so richtig unklar, irgendwie. Wir wollen weg von hier. In Sicherheit. Oh, cool, da ist er jetzt hergekommen. Aber gibt es überhaupt noch einen sicheren Ort? Irgendwie nicht. Oh, er kommt mit diesmal. Okay, dann wundert er sich vielleicht auch mal, wo ich überhaupt hingehe. Ach, guck mal da. Das sind Bücher. Ich dachte, das wäre Muni. Okay, gehen wir zurück. Gehen wir in unsere Safe-Welt. Oh, das ist ein Foto, von wo wir gerade waren. Ist das hier... Was ist das? Warum ist da... Das ist ein Foto, von wo wir gerade waren. Das sind Erinnerungen. Ich glaube, diese Fotos sind Erinnerungen. Und wir sind im Krankenhaus und erinnern uns an die Scheiße, die passiert ist. Keine Ahnung. Wie wir jetzt mal wieder hier sind. Keine Ahnung. Okay, wir haben einen Schlüssel, das weiß ich. Ich will dich da. Cool. Zack. 5000 XP. Dann lohnt es sich vielleicht sogar zu leveln. Nicht nur vielleicht, ich glaube es lohnt sich. Kann ich hier durch? Oh ja, da komme ich glaube ich direkt zu den Level-Dingen. Okay, alles cool hier. Nichts Verrücktes diesmal. Ist ja auch nicht ein, ist ja auch nicht selbstverständlich. Okay. Wir haben... Genauigkeit haben wir gelevelt, stimmt. Und für die Shotgun haben wir ein bisschen den Schaden hochgeballert, ne? Das will ich jetzt nochmal machen. Shotgun ist schon echt gut. Ich habe überhaupt keine Schüsse für meine Magnum. Ist echt ein bisschen schade. Oh, wir haben hier Nachrichten. Pastor Graciano. Vermisst. Pastor Salvador Graciano. Pastor Graciano und mehrere Kirchenmitglieder von Cedar Hill werden vermisst. Seit ihrem Verschwinden ist die Kirche verriegelt. What? Was sind das denn für Leute? Sagt mir nix. Ermittlung in der Kirche. Ermittlung gegen Pastor eingeleitet. Gemeinde verstießt möglicherweise gegen Kirchenstatuen. Was? Pastor Salvador Garcia wies Anschuldigungen der finanziellen Maßlosigkeit zurück. Kirchenvertreter überprüfen das Fehlen von Unterlagen zum Geldspenden und Gemeindeausgaben. Ermittlung gegen den Pastor, okay. Und jetzt, und danach verschwindet er plötzlich, oder wie? What? Ist aber nicht ganz koscher. Hey. Ja. Einfach schön speichern. Oh, guck mal, das ist ein Bild von uns rechts, lol. Von unserem Ding? Von unserem Ausweis? Okay, cool, interessant. Gehen wir mal wieder zurück. Das geschieht tatsächlich ohne Ladezeiten wirklich, ne? Das ist eigentlich ganz schön gut, wenn man... Doch, achte ich überhaupt nicht, ne? Aber man hat überhaupt selten Ladezeichen, nur von Kapitel zu Kapitel, ne? Und das hier zum Beispiel war einfach so instant geladen. Gar nicht mal so schlecht, muss man mal sagen. Und man guckt in den Spiegel und man ist wieder hier. Oh Gott, diese Dinger. Mega creepy. Oh Gott. Hold on a minute. Let me climb up here and see if I can get a look ahead. Okay, cool. Das ist eine You all right? Okay. Das Spiel möchte, dass er da oben bleibt und sniped, oder wie? Da wird geschossen. Lol, Mira und Leslie. Und da, lol, die Kirche. Ah, ne, nicht Mira, sondern Kidman.
Vor allen Dingen, die Kirche hat oben dieses Symbol auf den Ding da oben. Na komm, lass los. Okay. What I found. Seems to be in working condition. Ich habe auch eine Sniper und jetzt? Okay. Wo habe ich eigentlich all meine... Jetzt kann ich nicht wieder zurück, wa? Interessant, warum machen die das immer wieder? Guck mal, irgendwie... Da oben? Übrigens finde ich ganz interessant, wo er so seine Shotgun und so herholt. Einfach vom Rücken. Sieht übrigens genauso aus wie die Sniper. Nein, nicht ganz genau. Naja, das ist halt so ein Videospielding. Seht ihr das Zeichen da oben? Das ist das Zeichen, was wir die ganze Zeit an der Wand sehen. Das ist ein Kult, tatsächlich, wie er schon gesagt hat. Okay, er gibt mir Deckung. Ach, scheiße. Kannst du den abknallen? Aua! Leute, ich dachte, ich wäre sicher hier hinten. Jetzt muss ich mich heilen. Spasti. Oh. Alter, der Schuss, den sieht man noch richtig. Bam! Das ist schon nice, wie der Kopf wegfetzt von denen. ja, also. Ich dachte, der hilft mir jetzt und knallt den vielleicht ab. Was macht denn der da? Oh Gott. Kann ich einfach da lang? Sebastian, that should lead you out near the path to the church. Keep going, I'll cover you. Okay. Ich sehe keinen Sinn da drin, die ganzen Viecher jetzt zu fighten. Warum soll ich das tun? Ich bin ja nicht wahnsinnig. Scheiße, ich habe zu wenig Platz. Tatsächlich. Ja, warum soll ich die fighten? Oh Gott, so viel zu... Vielleicht, weil hier so viel Muni rumliegt. Deshalb soll ich die vielleicht fighten. Oh, oh, was macht denn jetzt? Ja. Wow! Ach du Scheiße. Was bist du für ein Freak? Ach du Scheiße, was bist du für ein Freak? Ja. Okay, er ist tot. Alter, die Musik. Aber hier ist einfach mega viel Shotgun-Muni gewesen. Wollt das noch einer? Ach du Scheiße. LOL. Nee, das ist der. Der ist nicht tot. Nee, doch nicht. Hör, das ist jemand. Alter, kannst du aufhören? Erstmal lass mich mal sein Ding hier looten. Danke. Ach du Scheiße. Oh oh, Astor. Okay, fuck, warum komme ich. Oh Gott. Okay, mach das auch für mich. Scheiße. Kannst du das kaputt machen? Oh ja, lol, Tatsache. Okay, ich muss mich ganz kurz heilen. Okay, ich brauche den Typ tatsächlich. Okay, da komme ich nicht weiter. Oh, da liegt was. Oh Gott, der Typ ist ja riesig, Alter. Guckt euch den an. Oh, lol. Und jetzt? Oh. See you later. Ich glaube, ich komme hier nur auf die andere Seite raus. Wo ist der? Okay, hier kann ich raus. Oh Gott. Was hat er denn da im Gesicht, Alter?
Okay, wir müssen den töten. Darum geht's, glaube ich. Oh, er ist tot. 2 von 2. What the fuck? Ah, und jetzt geht's weiter. Dead end. I'll look for another route. Let's meet up by the horse statue there. Okay, cool. This way. Alter, was ein fetter Gegner. Aber der macht mich nicht One-Shot. Damit ist er schwächer als alles andere, was ich bis jetzt gesehen habe, fast gefühlt. Wie viele Schritzen habe ich? Ja, komm. Muss ich mir keine geben, eigentlich. Kann die Pistole mal nachladen. Gut, dass ich die Shotgun so viel... Dass ich der so viel, Man, das ist schon wieder dieses Symbol, auf jeden Fall. Dass ich so viel Schaden der Shotgun gegeben habe. Ich glaube, das hat richtig geholfen. Trotzdem, das war zwar cool eigentlich, vor allem mit der Waffe, dass der die Waffe genommen hat und so, und der Kampf an sich fand ich interessant, eigentlich ganz witzig, ne? Aber trotzdem halt Quatsch. Das ist ja kein Horrorspiel, was ich hier gerade spiele. Das hat sich jetzt irgendwie verwandelt vom Horrorspiel zu dem hier, was ich jetzt spiele. Zum halt Shooter irgendwie, ne? Ich meine, ich habe trotzdem noch Spaß, ne? Notiz vom Friedhof, Wald. Ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in der Höhle des Löwens komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht, bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen, Daniel. Lol. Wait, there was something about a horse in that house back there. Let me see what I wrote. Geheimnis? Lol. What? Okay. I guess we go down. I guess so. Was? Oh, Leute, jetzt bin ich wieder da. Ach du Scheiße. Ich wollte doch hier gar nicht hin. Jetzt bin ich wieder hier. Why? Diese plötzlich wird diese... Also seit den letzten paar Folgen sind diese Fotos und dieser Tisch hier mega wichtig. Waren diese Fotos hier gerade auch schon? Dann wird das vielleicht auch nochmal die anderen. Ich sollte mir die anderen mal anschauen. Das habe ich schon, glaube ich, gesehen. Das Bild. Wird vielleicht das der Engel nochmal wichtig? Oder dieses, wo es eingestürzt ist in der Kirche? Wahrscheinlich komme ich dahin, wo das eingestürzt ist. Das fand ich mega cool, wo der Arm da rauskam. Das sah ziemlich fett aus. Okay. Aber was soll ich hier? Ich habe nichts Neues. Ich habe keinen Schlüssel. Hey, weißt du, was ich hier soll? Ich war doch gerade eben erst hier. Dummes Spiel. Dann lernen wir halt ein bisschen. Die Tür ist hier schon auf, warum auch immer. Das Spiel bringt mich einfach zurück zum Leveln, warum auch immer. Die Dinge habe ich hier noch gar nichts gelevelt, nur die Spritzenwirkung, ne? Ja, Leben. 10 mehr Leben, das ist ja echt nix, ne? Sprintdauer könnte halt eigentlich mega sinnvoll sein. Vor allem, weil wir gerade so viel fighten eigentlich, ne? Schaden kann ich mir nicht nochmal gönnen, leider. Nachlademagazin. Kritisch. Schrotflintenmuni nochmal verbessern. Ne, ich glaube, jetzt mache ich mal die Standardsachen hier. Sprintdauer finde ich echt cool eigentlich. Nahkampfschaden ist, glaube ich, Quatsch. Lebensanzeige kommen. Alles so ein bisschen, ne? Oh, das hält mich sogar voll. Ha. Okay, cool. Ist hier nichts Neues? Hier vielleicht? Nur mal abchecken, zur Sicherheit. Spritdauer merkt man sogar ein bisschen. Okay, bam, klallen wir einmal. Da speichere ich einfach irgendwas. Da, zack. Irgendwas anderes überschreiten. Wir verlieren uns. Passt echt dazu. Wir wissen halt überhaupt nicht mehr, was abgeht. Okay, gehen wir wieder zurück. Wo auch immer ich jetzt rauskomme. Wo waren wir? Wir wollten doch gerade nach unten gehen, ne? What? Sind wir darunter gefallen? Are you alright? Oh. Josef ist bei mir.
You don't need to worry about me. You don't need to worry about me. Oh ja, wir sind runtergefallen. Das ist mega tief aus irgendeinem Grund. Warum baut man hier keine Leiter hin oder so? Okay. Wundere dich nicht, was ich da mache. Alles cool. Ich habe die Tür nicht gesehen. Da bewegt sich was. Ach, das sind die Säcke, oder? Diese Leichensäcke. Oh mein Gott! Da ist einer drin! Ja, befreien wir ihn! Oder nicht? Oh, er blutet. Ruhig! Nein, scheiße, ich wollte ihn befreien. Oh mein Gott. Scheiße, Alter, das Geräusch ist voll krass. Wenn man dagegen schlägt. So richtiges. Okay. Wir brauchen unser Licht. Ja, yeah, wir gehen ins Dunkel. Das erste Mal, wo wir so Koop hatten mit Joseph in der Klinik, das war sogar noch ein bisschen gruselig und hat ein bisschen gepasst. Oben bis jetzt war es... Was ist das? Hä, was war das? Oh, was? Was zum Teufel? Oh Gott. Da hinten hängt einfach einer, der hat nicht mal einen Sack. Ist das, was ist das für ein Raum? Erstmal ein Folterraum? Ein Seri... Also ein... Für irgendeinen... Da sind halt Typen drin. Okay, das ist ein Rätsel auf jeden Fall. Zeremonie, wollte ich sagen. Zeremonieller? Zeremoniell. Zeremonie? Zeremonieller Raum. Murieller? Das ist nicht richtig. Sprache ist schwer. Zeremonie. Zeremonieller. Zeremonieller? Scheiße, Alter, ich kann kein Deutsch. Verdammt. Tja. Auf jeden Fall scheint das irgendwie ein Raum zu sein für irgendwelche Zeremonien. Zeremonien? Zeremonie. Eine Zeremonie. Für irgendwelche Gottsachen. So sieht mir das aus. Wo geht's denn hier hin? Komm ich da hin? Komm ich gar nicht hin. Okay, also, was haben wir hier? 3. 5. Und so ein Hebel, den ich betätigen könnte. Und bitte 7. Steht gar nichts. What do you make of this writing? Doesn't mean anything to me. Should it? Hold on a second. I jotted something down earlier. Ja, ja, genau. Ja, ich kann das selber, Alter. 3 durchgestrichen. 7. Opfergabe. Need to be lowered onto the proper altars and the safe way to him will be open. 5, 9 und 3 muss sterben und 7 muss überleben. 7 oder 3? 3 ist das hier. Ich glaube, ich muss ihn töten. Ich habe ihn gekillt. 5. Kann ich den da runterholen? Fünf ist tot, der ist tot. Hier ist halt überhaupt keiner drauf. Was ist das hier? Das ist gar keine. Das ist auch doch, das ist eine Zahl, oder? 6. Ne, 9. 9 muss auch tot sein. Ich glaube, ich sollte jetzt noch nicht durchgehen, sondern das hier noch aktivieren. Auch wenn das alles offen ist. Ist er tot? Scheint so. Und der muss hoch.
Zeremonie. Zeremonie? Eine Zeremonie. I heard something. 3, alles ist aktiviert und durchgestrichen quasi. Und das andere ist oben. Also ich würde sagen, es ist safe. Und was sagst du? Probieren wir es aus. Oh Gott. Oh Gott, wie das schon so in Szene gesetzt wird. Okay, warte. Ich denke nochmal kurz drüber nach. 3, 5, das, 7. Ich glaube dran. Ah, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Oh mein Gott. Hä? Ja, das war wohl richtig. What the fuck ist das? Oh mein Gott, wie er das gesagt hat. Das war wohl richtig. Bist nicht gestorben. Nice. Good job. Oh Gott, ey. Hey. Du gehst einfach rein. Cool. Was ist das für ekelhafte Sachen über uns? Was ist das? Ach. Oh, das war eine lange Aufzugfahrt. Ja. Schön. Ja, dann gehen wir mal weiter in diesen Tunnel. In dieses Massengrab. Wo auch immer das hinführen soll. Ja, ne, wir sind im Krankenhaus. Wir sind in einem... Oh. 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 Bewegt es sich? Das ist so ein großer, den wir gerade schon gefightet haben, oder? What the fuck? Wir sind in einem Labor für solche crazy Sachen. Vor allem mit mega viel Muni. Notiz aus Friedhofslabor. Ach so, es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. Neun und sein Bruder 10 erholen sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Die haben denen einfach Nummern gegeben, nice. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9 und 10 sind genau gleich groß und wiegen genau gleich viel. Körpertemperatur steigt. Offenkundigt Schmerzen in unteren Extremitäten. Okay, cool. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums genau gleich wieder. Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen. 36 Stunden nach Verabreichung des Serums genau das gleiche. Halb bewusstlos Gespräch mit imaginären Personen. 48 Stunden. Alter, wie schnell wachsen die denn? Unruhig Sedativum verabreicht. Und ein Bild. Oh, das sind die Zwillinge oder was? 9 und 10. Ach du Scheiße, 9 und 10. Sind das Monster? Ich guck nochmal. Das sind auf jeden Fall Jungs. Das sieht man da daran. Aha. Die haben die komplett seziert, aber auch, ne? Das ist wahrscheinlich 9 oder 10. Okay, auf dem Friedhof. Warum machen die auf dem Friedhof Labor machen die so komische Experimente mit irgendwelchen Viechern? Das ist cool. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Also ich höre was. Und das hört sich riesig an. Das ist ein Wildschwein oder so. Was macht das hier? Oh Gott. Die Wand muss kaputt gemacht werden. Oh oh. Das ist kein gutes Zeichen. Oh hey. Notiz 2 aus Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu den Steinsarkophagen an der Oberfläche gebracht, den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote.
Der Wache und der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Die haben mir irgendein Tier gezüchtet. Also ich meine, letztendlich ist er gestorben. Also er hat irgendwie Scheiße gebaut. Redet er von diesem Tier? Alter, guck dir sein Auge an. Das ist irgendwie durchgehend wach. Aber er schläft eigentlich. Aber trotzdem ist dieses Auge wach. Und der hat so eine Art, keine Ahnung, die nennen das schon ganz richtig, irgendwie Entstellung. Also so. Können wir bitte darüber reden? Josef? Wir lassen das Vieh jetzt einfach hier liegen. Und das ist cool für uns. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh Mann, ey. Okay. Das war's. Das Vieh wird doch bestimmt nochmal wichtig, oder nicht? Opfergaben. Okay, see you later. Ach so, das bleibt offen. Ha. Huh. Was? Oh oh. Das Vieh ist wach. Oh mein Gott, das kann doch nicht gut enden. Ja, gehen wir einfach, ne? Was soll schon passieren? Can you get it open? Ja, mach du das mal auf. Und ich halte Wache. Oh mein Gott, das hat unten auch noch so einen Mund. Wow. Oh mein Gott, das ist Mund unten. Der Mund. Was? Ich soll kämpfen? Oh mein Gott. Wo ist es hin? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein Boss. Alter. Elektropfeile. Fuck! Ich meine, das macht gar nicht so viel Schaden, das Vieh. Zack, ich baller mir da was rein. Jetzt muss ich dagegen kämpfen. Okay, komm her, Alter. Wow, ich hab nicht getroffen. Alter! Wo ist es? Da ist es. Oh Gott. Lol, er wird getroffen davon. Wie soll ich das denn ausweichen, das Vieh? Geht auch gar nicht. Okay, ich weiß nicht genau, womit ich ihn am besten angreifen soll. Aber ich werde auf jeden Fall einfach weit wegstehen, weißt du? Lol. Selbst dann kann man den nicht ausweichen. Ich dachte, ich wäre schon dran vorbei. Oh, da ist Muni. Wofür war das? Shotgun. Okay, ich will auf jeden Fall seinen Mund angreifen. Komm. Bist du tot? Jawohl!
Ich habe Muni noch verschwendet. Super. Okay. Die Musik war irgendwie schnell vorbei. Was für ein abgefucktes Vieh. Lol, das kam einfach so richtig random. Ja, da ist jetzt so ein Hund. Und jetzt kämpfst du gegen ihn. Oh, seine Brille. Lebt das Vieh noch? What is it? I dropped my glasses. Ja. Oh, lol. Fuck. Fuck. Was? Ich soll jetzt wiederholen oder was? Was? Lol. Das ist ja mega lustig eigentlich. Oh mein Gott. Ja, here we go, ne? Komm, das machen wir in der Folge noch. Ich habe gar keine Muni mehr dafür. Wo ist es? Da ist es. Du Drecksvieh, Alter. Sebastian, I'll draw it away so you can search. Oh Gott. Warum suchen? Ich hab's schon gefunden, Alter. Verpiss dich. Okay, jetzt. Ich hab's schon geschafft, oder? Okay, das war easy. Was? Geh doch durch. Okay. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. What the fuck? Brille achieved. Hey, kann ich wieder zurück? Nee, kann ich gar nicht. Und das Vieh lebt weiter. Ich hab's gar nicht besiegt, lol. Was zum Teufel? Das war mega random. Also ich fand es mit der Brille echt lustig, dass sie das einfach so eingebaut haben. Aber der ganze Kampf war irgendwie ein bisschen random. Und ich frag mich die ganze Zeit jetzt, schon seit 2 Folgen, wann geht das wieder zurück zur Normalität, wo es einfach ein Horrorspiel ist. Weil im Moment ist das Spiel sich mega verwandelt, und zwar zum Shooter. Und ich habe nicht so viel Spaß am Shooter. Die Story interessiert mich noch. Das ist ganz cool. Aber eigentlich will ich das Horrorspiel wieder, was am Anfang war. Das hat sich mega verändert. Ich hoffe, wir bekommen noch ein Horrorspiel wieder. Und wir, also dass wir wieder alleine rumlaufen und sowas und in so einer Klinik oder irgendwas Dunklem sind, weil hier draußen, das ist halt überhaupt nicht gruselig. Ich muss sagen, das hat schon lustige Momente, so mit der Brille und jetzt, und die Story ist interessant. Aber ansonsten vermisse ich mein Horrorspiel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Es hat eigentlich ganz gut geklappt mit der Bestie. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wieder crazy Sachen passieren, hoffe ich. Bis dann. Ciao.